Kann ich ein paar Münzen haben? Zwei? Hey. Wo steckst du? Bin ich mehr da. Du bist weg? Ja, weg. Entschuldige. Und wo bist du? Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht? Alvi. Ja. Ja. Ich bin noch da. Lisa. Hör zu, ich will jetzt mit niemandem reden. Sie haben den Kampf gesehen, das reicht. Erzähl ihnen, ich bin im Krankenhaus. Alvi, sag mir, wo du bist und ich komme zu dir. Ja. Wusste, ich liebe ihn. Das weiß ich genau. Ich weiß es. Er wusste es. Broken glass lives that we've wrought. Though our dreams are unmade and our bills are unpaid, my brothers, I loved you all. This ill-fated rock and roll song. And when the dust cleared, it was just as I'd feared. You were here, and then you were gone. Thank you.
Drauf. Beide Kämpfer sind echt legendär. Und die treten gegeneinander an. Das wird unglaublich. Ja, und außerdem muss Erby den Verlust seines 25-jährigen Sohnes verkraften. Coach? Komme ich jetzt zu spät? 7:30, dachte ich. Konnte nicht schlafen. Und dein Gewicht? 4 Kilo drüber. Das Gewicht von einem fetten Baby. Auf welcher Waage warst du? Der alten. Nehmen wir die digitale, die ist besser. Warst du scheißen? Dann mach mal Pause und dann erledigen wir den Drachen. Die auf den Bügeln auch in die Tüte? Nein, leg sie nur hinten in den Truck rein. Leg sie einfach rein. Das finde ich gut. Meine Mom hat alles von meinem Bruder behalten nach seinem Tod. Sie hat sogar in seinem Bett geschlafen. Das hat sie erst recht fertig gemacht. Das tut mir leid. Danke. Travis hat seinen Quad zu Schrott gefahren. Kayla, bring alles in den Truck. Dass er so viele Sachen hatte, wusste ich nicht. Ich habe Blumen gekauft. Ich dachte, wir laufen zum Strand. Das ist gut. Also, wenn du soweit bist, können wir gehen. Ja, das ist alles von ihm. Ich werde auch gleich rauskommen. Nach 30 Minuten, 5 Minuten raus, dann 2x 10 Minuten und dann Gewicht checken. Aha. Hast du Albolin oder Mineralöl genommen? Albolin. Mineralöl ist schon besser, weil es weniger fettig ist und die Poren besser öffnet. Ryan, das interessiert mich nicht. Du sollst an meiner Ecke stehen, nur du. Ist mir eine Ehre.
Was macht Jay? Warum fragst du? Willst du ihn nicht dabei haben? Ich brauche nur einen. Hast du was von ihm gehört? Nicht seit der Beerdigung. Hast du angerufen? Ja, hab ich. Er wird sich melden. Ob er es macht oder nicht. Erstmal habe ich einen Kampf, auf den muss ich mich konzentrieren. Ja, Coach. Du kannst auch rausgehen. Okay. Aber ich sehe ihn ein paar Minuten nach dir. Was ist das? Das ist von Nates letztem Kampf. Oh. Das ist ein echt gutes Foto. Mhm. Hast du mit Jay geredet? Nur SMS geschickt. Du? Nein, er ist nicht rangegangen, wenn ich es versucht habe. Ich glaube, er ist bei seiner Mom. Weißt du, ob er morgen Abend zum Kampf kommt? Da will ich Nate ehren. Er hat nichts gesagt, aber ich kann fragen. Nein, schon gut. Hm? Also ich werde ihn sicher noch erwischen. Okay. Okay. Und wie geht es dir? Mir geht's beschissen. Wirklich schlecht. Und dir? Ich vermisse ihn. Geh und sieh nach Alfie.
müssen deine Mutter anrufen. Ist vielleicht besser, du fliegst zurück zu ihr. Und ich kümmere mich um sein Leichnam. Was tust du? Hör auf damit. Mach das weg, lass das. Jay. Was hast du zu ihm gesagt? Ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Er saß da. Da hat er gesessen. Da drüben hat er gesessen. Oh mein Gott. Hey, 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 alles in Ordnung. Alles in Ordnung, dir geht's gut. Okay, ganz ruhig, bleib ruhig, tief einatmen, atme. Komm, gehen wir raus, Luft schnappen. Atme, atmest du? Ja? Okay, pass auf. Komm hoch, langsam, ich helf dir. Gehen wir. So ist gut, setz dich. Hey, hey, das hier ist dein Job. Das steckst du locker weg. Du bist ein verfluchter Krieger. Du wirst für Schmerzen bezahlt, richtig? Wir machen dich fit. Wir legen richtig los. Okay. Du verfluchter Krieger. Hm? Los, komm. Beide sind lebende Legenden. Und morgen kämpfen sie um den King Beast Weltergewicht Superfight-Titel. Die erste auf der Bühne ist neunfacher UFC-Weltergewicht-Champion. Er ist in der UFC Hall of Fame aus Hillsboro, Illinois, Matt Hughes. Ja. 77 Kilo für Matt Hughes. Als nächster auf der Bühne ein zweifacher Pride-Schwergewichtschampion und einmal Pride-Mittelgewichtschampion. Eine lebende Legende, Elvi King Colina. Kilo für Elvi Colina. Reden wir mal kurz mit Elvi Colina. Du bist bei so vielen Fans beliebt. Wie ist dieses Gefühl, wieder zurück zu sein? Was geht dir gerade durch den Kopf? Es fühlt sich toll an, Kenny. Etwas unwirklich. Und ich hoffe, dass Matt und ich eine gute Show liefern. Ihr zwei habt euch kurz unterhalten. Was hat er gesagt? Matt Hughes hatte schon immer große Klasse und er hat mir sein Beileid ausgesprochen für meinen Sohn. Unsere Gedanken und Gebete sind bei dir und deiner Familie. Ich kannte Nate, ein bemerkenswerter Junge. Wir vermissen ihn. Danke, Bruder. Elvi Colina! Hier stehe ich neben der anderen Legende. Jo, Jay, ich bin's. Ja, komm rein. Hey. Wie geht's? Heute draußen gewesen? Ja, kurz. Gut. Lass dich mal im Gym sehen zum Training. Ich schon dich etwas. Und wie geht's der Hand? Besser. Riecht voll muffig nach Asche. Ich war in der Sauna mit Elvi, damit er Gewicht verliert. Fuck. Ist er aufs Gewicht gekommen?
Ja, ist er. Wir waren sogar drunter wegen der Infusion und Hughes war riesig. Meine Fresse. Ja, er ist ein scheiß Silberrecken. Ja. Der kämpft mit 86 Kilo. Da hat Elvi was vor sich. Lisa sagt, sie ruft dauernd bei dir an. Ja, stimmt. Sag ihr bitte, ich rufe sie dann morgen zurück. Sie will beim Kampf an Nate erinnern. Und sie will wissen, ob du mitmachst. So eine Art Gedenkvideo für ihn? Ja. Ist nett, ist eine schöne Musik drunter. It's so hard to say goodbye to yesterday. Du hast eine wundervolle Stimme, Ryan. 10 Jahre Kirchenchor. Ach, echt? Ja, Hauptstimme. Mm. Solosänger, da wette ich. Ja, war ich. Dann wuchsen mir diese Riesenbälle. Riesige Eier, einfach gigantisch. Ich würde mir nichts antun, falls du das denkst. Du kannst also ganz beruhigt sein. Klar, das weiß ich doch. Merk achtet auch auf mich. Ich krieg jetzt von ihm nur normalen Scheiß. Ich wollte auf dem Weg nach Hause nochmal vorbeikommen. Gut, ich werde da mal gehen. Mach's gut. Ruf deinen Vater an. Er meint, ihr hättet nicht geredet seit... Es ist erst eine Woche her. Ja, also ich hab meine Mom nach dem Tod meines Vaters auch eine Woche nicht angerufen. Und dann einen Monat und dann ein Jahr. Jetzt weiß ich nicht mal mehr, wo sie wohnt, Alter. Je länger du wartest, desto schwerer wird's. Ich liebe dich, Bro. Danke. Wir haben heute seine Kleidung gespendet. Wir haben sie dem LGBT-Zentrum gegeben. Und dann sind wir weiter und haben Blumen ins Meer geworfen. Ja, gut, das ist schön, sehr schön. Elvi, wie willst du das machen? Was machen? Kämpfen. Wie meinst du das, Christina? Was soll ich denn sonst tun? Was soll ich tun? Ich weiß nicht. Ich habe ihm in die Augen gesehen. Als er gestorben ist, hat er mich angesehen. Er hatte so verfluchte Angst. Er sah aus wie ein kleiner Junge. Er war ein Junge. Ich schwöre dir, er sah aus, als wäre er wieder 6 Jahre alt, als wäre er wieder unser kleiner Junge. Wie ein Kind sah er aus, wie ein Baby. Ich konnte ihm nicht helfen. Es tut mir leid. Ich konnte ihm einfach nicht helfen. Ich konnte nicht.
eine Minute. Wir lockern uns nur etwas auf. Wir bewegen uns. Langsamer. Langsamer. Locker. Schön locker. Gut, ja. Locker. Locker. Locker bleiben. Locker bleiben. 20%, Jungs. 20%. Ja, genau so. Zeig ihm deine Hände, Mann. Klopf ihn ab. Ist das alles? Hey, Jungs, locker. 20%, nicht mehr. Langsam, hört ihr? Hey, langsam, langsam. Nimm's leicht. Hey, Juan, beruhig dich wieder. Hey, hey, Jungs. Langsam, langsam. Hey, hey, Juan. Hey, hey, Albie. Albie, Albie. Hör auf, der verfluchte Kampf ist heute Abend, ihr Spinner. Willst du deine scheiß 1 Million verlieren, oder was? Hast du übrigens schon was gegessen? Hey, hast du gegessen? Hey. Wir haben dich gesucht. Deine Mutter macht sich Sorgen. Dafür gibt's keinen Grund. Komm zurück ins Haus. Ryan und Lisa sind noch da. Die Familie sollte zusammen sein und was essen. Ich hock mich nicht an den Tisch und ess was. Und wir werden das nicht händchenhaltend als Familie durchstehen, weil das nicht das ist, was wir sind. Er wollte uns zusammenhalten. Und dass ich mit dir rede, das verdankst du nur ihm. Ohne ihn würde ich nicht mehr leben. Denn ich habe ihn benutzt, um am Scheiß leben zu bleiben. Und er hat nur eins von dir verlangt. In diesem Augenblick hat er gewollt, dass du weißt, wer er ist. Er wollte doch nur, dass du ihn umarmst und sagst, ganz ruhig, mein Junge. Ich bin für dich da, mein Sohn. Das wollte ich ja auch. Ich hab nicht verstanden, was er sagt. Ich brauchte nur eine verfluchte Minute zum Nachdenken. Du hattest dein ganzes Leben in deinen scheiß Händen. Aber weißt du was? Ich bin auch nicht besser. Das gilt auch für Mom. Also müssen wir alle damit leben. Zusammen. I can't play around with you no more. No, I've seen this.
Hey. Wir fangen gleich an. Kommst du mit raus? Nein, ich warte hier. Okay. Mach ihn fertig. Sie im Namen von King Beast hier alle recht herzlich begrüßen zu dem Legends Fight. Colina gegen Hughes. Noch Fragen, Jungs? Nein. Coaches? Nein, Sir. Noch irgendwas? Wie viele von Ihnen wissen, hat die Kampfsportwelt jemanden verloren, der uns sehr nahe stand. Nate Colina. Ich darf mich zu den Glücklichen zählen, die ihm nahe standen und ihn in den Arm nehmen konnten, wenn er bei Navy Street trainiert hat. Als ich damals am Boden zerstört war, hat mich sein Lächeln gerettet. Um dieses Lächeln nur noch einmal zu sehen, würde ich alles opfern. Nates großer Bruder war für ihn sein Ein und Alles. Deswegen möchte ich ihm hier Gelegenheit geben, Nate zu würdigen. Jay Colina. Danke. Mein Bruder Nate und ich sind von Wölfen großgezogen worden. Ich bin einer geworden, aber mein Bruder leider nicht. Das hat mir Sorgen gemacht, weil ich eben sein großer Bruder war und ihn schützen wollte und mich um ihn kümmern und Dinge beibringen, das war mein Job. Ich habe ihm also gesagt, dass man sich eigentlich am besten behauptet durch Gewalt und Gnadenlosigkeit. Und während ich ihm das sagte, hatte ich Schnitte quer durchs Gesicht und gebrochene Hände als Beweis dafür. Und er hat genickt. Und meine Schnitte genäht und meine Hände bandagiert. Und wenn ich mich beklagt habe, dass das Leben einen fertig macht und zu Boden ringt, und ihr alles stiehlt, was wichtig ist, hat er meine Tränen einfach weggewischt und milde gelächelt. Und wenn er mich auf dem Boden gefunden hat, bis oben hin voller Drogen und so'n Scheiß, weil ich manchmal selber nicht das glaube, was ich sage, hat er mich nie ein Betrüger genannt. Er hat mich aufgehoben und ins Bett gebracht und gesagt, Jay, ich krieg das hin. Du schaffst das schon. Nate war freundlich, er war tapfer und mutig und loyal. Er war gnadenlos und er war ein absoluter Wilder in dem Käfig hier. Mein Bruder war außerdem schwul, was viele von euch hier sicher wissen. Wenn ihr also ein scheiß Problem damit habt, dann finde ich, ihr solltet aufstehen und das sagen. Wow! Keiner?
Sind ein Haufen Feiglinge heute hier, was? Fickt euch! Euer Torschein könnt ihr euch jetzt sparen. Alle, die dadurch Nate gezwungen haben, Mauern um sich hochzuziehen, denen möchte ich hier gerne sagen, fickt euch! Steht auf und kommt in das Scheinwerferlicht. Und dann könnt ihr euch wieder hinsetzen, weil er würde euch den verdammten Arsch versohlen. Also legen wir los. Nach einer Schweigeminute. Vielen Dank. Er hat keine Dreckschance gegen dich, kapiert? Du bist bereit. Es kann losgehen. Los geht's. Begrüßen Sie den ehemaligen neunfachen UFC-Weltergewichtschampion aus Hillsborough, Illinois, Matt Hughes. Kommt, Baby. Der King kommt. Los geht's. Du musst ihn fertig machen. Der Drecksack hat keine Chance gegen dich. Bist du soweit? Leute, fangt an zu johlen, denn jetzt kommt der Krieg! Gentlemen, kommt in die Mitte des Rings, schützt euch und befolgt meine Kommandos zu jeder Zeit. Schlag an, wenn ihr wollt. Beim Läuten der Glocke kommt raus, jeder in seine Ecke.
Mach ihn fertig! Du machst den Dreckskerl fertig! Hast du gehört? Bereit zum Fight! Bereit zum Fight! Hey, los geht's! Lass die Fäuste fliegen! Bewegung! Lass die Fäuste fliegen, Kurt! Ja, weiter so, Coach! Nur an dich ran, wenn du stehen bleibst und den Angriff vorbereitest. Der hat jetzt schon keinen Saft mehr. Erst ein Jab setzen und dann der Kombos mit rein. Hey, Al, schieb den Dreckskerl immer weiter zurück. Ugh!
Setz dich hin. Atme durch. Elvis, siehst du was? Folge meinem Finger. Ihm geht's gut. Ja, es geht ihm gut. Du musst noch 5 Minuten durchhalten. 5 Minuten! Hör mir zu. Nur noch 5 Minuten in der Hölle. Gewinnst du die Runde, gewinnst du auch den Kampf. Du musst aktiv bleiben, Aldi. Hör mir zu. Ich brauch 5 Minuten von dir in der Hölle. Nur noch 5 Minuten, kapiert, Alter? 5 Drecksminuten in der Hölle. Los geht's! Letzte Runde, Jungs! Schlag ein! Alles klar! Jeder ist ein Kopf! 5 verfluchte Minuten! Los geht's! Das ist deine Runde, Coach! Los geht's! Gentlemen, die 5. und 6. Runde! Bereit zum Fight! Und los geht's! Mach ihn Druck! Bleib in Bewegung! Los, hol ihn dir! Los, mach ihn runter! Bleib in Bewegung, Alvi! Zuerst geht mein Dank dahin an den großartigen Matthews. Er ist echt eine Legende. Danke, Matt. Danke ans Publikum, ihr wart klasse. Der Kampf war für meinen Sohn Nate. Ich liebe dich und vermisse dich.